Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück hier bei der OL-Talkrunde Das Thema. Die Kommunalwahlen in diesem Jahr werfen ihren Schatten ja schon voraus und über die Zukunft von Alsfeld und Lauterbach haben wir in dem Format schon gesprochen und dieses Mal ist Romroth an der Reihe. In knapp einem Monat, am 14. März 2021, stehen in Hessen die Kommunalwahlen an. Auch in Romroth werden dabei die 15 Plätze der Stadtverordneten neu gemischt. Bisher wurde dieses mit 9 Plätzen durch das CDU-FWG-Wahlbündnis und mit 6 Plätzen durch die SPD besetzt. Auch bei dieser Wahl treten die SPD und das CDU-FWG-Bündnis wieder an. Welche Pläne haben die Parteien für die Schlossstadt in den kommenden 5 Jahren? Das ist unser Thema und das sind unsere Gäste. Hauke Schmehl, Wahlbündnis CDU-FWG. Udo Seiler, SPD Romroth. Herr Schmehl, die Stadt plant jetzt mit einem Überschuss. Wie zufrieden sind Sie mit der Haushaltsplanung für das jetzige Jahr? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung hier zu dem Format. Das ist ja auch das erste Mal für Romroth, dass wir uns so darstellen können. Und da sind wir auch sehr froh. Und deshalb sind wir auch heute beide auch erschienen, um das hier dann auch auf dem Medium auch nochmal kundzutun, uns vorzustellen. Bezüglich Haushalt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es ist wieder ein ausgeglichener Haushalt. Wir haben ein leichtes Überschuss. Der Haushalt ist sehr defensiv gerechnet. Mit allen Herausforderungen, die es inzwischen gibt, die an die Verwaltung vor Ort gestellt werden. Es bleibt ja immer noch ein kleiner Handlungsspielraum über. Den wir beeinflussen können und das versuchen wir und das findet sich auch wieder in diesem Haushalt wieder. Dort sind auch wieder Investitionen eingestellt, die in unseren bescheidenen Mitteln wieder realisierbar sein sollen und das sind auch spannende Projekte dabei. Herr Seiler, würden Sie sich dem anschließen, dass Sie auch sagen, der Haushalt ist gut geplant oder? Er ist natürlich schon, was haben wir, über 10 Millionen, das ist schon ein Riesenbatzen, was der Haushalt da ausmacht in der Summe. Und von daher könnten aus unserer Sicht durchaus andere Projekte noch mehr gefördert werden. Also es müsste durchaus noch einiges gemacht werden in der Zukunft in Romroth. Wir sind natürlich auch in der Lage oder in Situation, dass ganz viele Sachen gebunden sind. Klar, viele Sachen sind einfach fest. Es ist auch noch ein Riesenprojekt am Laufen oder am Abarbeiten. Das Haus Schlossblick an der Stelle ist natürlich eine Riesenbelastung für den Gesamthaushalt. Das ist ein Riesenposten da drin, der auch immer damit berücksichtigt werden muss. Ja. Ja, da möchte ich auch noch mal was zu sagen, wo du das Haus Schlossblick auch erwähnst. Du siehst es als Belastung, ich sehe es eigentlich als Zugewinn für Romroth, weil was dadurch geschaffen wurde, da werden noch mehrere Generationen von profitieren. Und es ist gerade kein Malus, den wir uns ans Bein binden. Wir sprechen derzeit eigentlich von Negativzinsen und auf Guthaben verliert man einfach das Geld. Wir als Romroth haben das Geld investiert in einen Sachwert, der bleibt. Und dieser Sachwert, der wirft ja auch schon Erträge ab. Also wir haben ja quasi Einnahmen durch die Vermietung und so haben wir einen zusätzlichen Ertrag auch für den Haushalt und haben das Geld für die Zukunft investiert und haben zusätzlich was davon. Wir verschenken kein Geld. Einfach so. Mhm. Aber vor der Planung von Luvia hatte die Stadt ja auch noch ziemlich Rücklagen, was ja jetzt nicht mehr ganz so der Fall ist. Ich meine, im Haushalt war ja unter anderem auch, dass fast 1 Million Euro an Haushaltsmitteln eben noch finanziert werden muss. Mhm. Wie erklären Sie sich das? Waren vielleicht die Ausgaben am Ende doch zu hoch? Ja, es hat sich ja gezeigt in den vergangenen Jahren, dass doch da noch einiges danach finanziert werden musste, dass da noch einiges dran war. Es war trotzdem noch, sagen wir mal, es könnte schlimmer explodieren. Es gibt andere Projekte, durchaus kennt man durch quer durch die Republik, die noch weiter explodieren. Aber trotzdem ist es halt schon eine Riesenaufgabe. Also für uns stellt sich dann immer noch die Frage heute, ist es sinnvoll, dass die Kommune selber hier als Bauherr auftritt und das ganze Ding macht? Oder wäre es nicht sinnvoller gewesen, an der Stelle schlichtweg das in eine private
Hand zu geben. Das Projekt selber ist ja die Frage, das, was da steht, dann, dass es da ein Zugewinn ist für die gesamte Gesellschaft. Aber dass es halt anders finanziert ist und dass es anders aufgeteilt ist. Mhm. Aber das Projekt war ja auch im Allgemeinen relativ ein strittiges Projekt oder ein Projekt, wo viel diskutiert wurde in der Stadtpolitik, wenn ich mich auch so ein bisschen zurückerinnere. Ja, das stellen Sie jetzt dar, dass das strittig wäre. Natürlich gibt es immer verschiedene Meinungen über Formen, ob es ein privater Investor ist oder ob es die Stadt selber macht oder der Standort ist auch öfters mal Thema gewesen. Letztendlich ist es aber parlamentarisch gesehen, standen beide Parteien dahinter und haben das auch gewollt. Und so ist es jetzt nun mal da. Und ich für mein Ansehen her empfinde das auch wirklich als ein Projekt für die Zukunft. Und wir als Romrod haben da was gewagt. Wir haben Geld investiert. Viel Geld, muss man sagen, weil das Projekt ursprünglich, in der ursprünglichen Fassung, war ja der Sinn, eigentlich die Ortsmitte ein bisschen zu beleben und ein altes Forsthaus eigentlich zu renovieren. Das ging aus unterschiedlichen Gründen nicht. Und dann ist man zu diesem Projekt gekommen, was größer wurde, als es vorher geplant war. Aber es ist realisiert worden und es steht jetzt da und es wirft jetzt auch Erträge ab. Und um das zu sagen, warum haben wir das gemacht? A, die Ortsmitte zu beleben. B, wir als CDU-FWG stehen natürlich für Familienpolitik. Die Familie ist wichtig und zur Familie gehören nicht nur die Erziehung von den Kindern, sondern auch mittlerweile die Pflege. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, den wir da verfolgen. Das ist ein Baustein dafür, für die sorgende Gesellschaft, dass ältere Menschen in Romrod weiterhin wohnen können. Das ganze Projekt besteht ja nicht nur aus jetzt diesem vermieteten Komplex, sondern es gibt dann noch eine Tagespflege dazu, die die Sozialstation unterstützt und so einfach Synergien bildet. Und auch dieser Fahrdienst, der dort hinfährt, wird zukünftig die Kinder vom Kindergarten auch transportieren. Also es entstehen sogenannte Synergien, die eigentlich nur positiv sein können. Und also ich finde das jetzt eigentlich ein sehr gelungenes Projekt. Es war mit einer der größten Investitionen einfach in den letzten Jahren. Was ist denn aus Ihrer Meinung nach die größte Investition, die jetzt beispielsweise für nächstes Jahr geplant ist, die jetzt auch im Haushalt mit veranschlagt ist? Also ich bin auch Ortsvorsteher von Romrod, nicht nur CDU-Vorsitzender, und habe natürlich da mich speziell stark gemacht für Romröder Themen auch. Da steht als großes Investitionspaket die Sanierung, Renovierung der Brauwiese an. Das ist eine jahrelange Forderung des Ortsbeirats gewesen. Das ist ein alter Parkplatz, der eigentlich von dem Schloss genutzt wird, also von der Gastronomie und dem Hotelgewerbe. Der soll auf Vordermann gebracht werden. Das ist kein schöner Ort, um seine Gäste willkommen zu heißen. Wir als Romrod wollen da auch ein bisschen was investieren, um eine gute Visitenkarte zu geben. Plus den Umstand, dass man vielleicht möglicherweise das auch noch für Wohnmobile, ähnlich wie hier in Alsfeld in den Erlenwiesen, den Parkplatz für Wohnmobile, der sehr gut angenommen wird, auszubauen und zu nutzen. Weiterhin wäre er nicht nur ein Parkplatz oder ein Wohnmobilstellplatz, sondern er würde sich integrieren in ein weiteres Wegenetzwerk, was wir planen. Das ist Ausfluss aus vielen Sitzungen aus dem SILEC-Programm. Das hat auch in den letzten 3 Jahren stattgefunden. Wie kann man was in der Gemeinde besser machen? Wo drückt der Schuh? Und da wurde das Wegenetz unter anderem angesprochen. Und da ist einer der Top-3-Punkte ein Aktivweg zum Beispiel oder Wanderweg. Und da könnte man das mit einbauen, um da möglicherweise Sport, Dehnungs- oder Geräte dazu bieten, wo man sich ausruhen kann, also für Ältere und Jüngere. Und das könnte man alles in dieses Projekt mit einbauen. Und das ist einer von diesen größeren Punkten, die im Haushalt stehen. Die Brauwiese ist ja schon länger ein Schandfleck von, oder wird zumindest so betitelt von Romrödern, dass es ein Schandfleck ist in Romrod selbst. Mit Sicherheit, ja. Es wurde aber auch immer mal wieder in den letzten Jahren versprochen, dass es gemacht wird. Und es ist bisher nichts passiert. Wie erklären Sie sich das, Herr Seiler? Ja, das war öfter auch im Haushalt drin gestanden, veranschlagt zu tun.
Das hat natürlich dann im Jahresverlauf, kann natürlich dann die Administration auch sagen, ja, wir brauchen das Geld dann doch wieder für was anderes an der Stelle. Von daher sind wir schon auch sehr enttäuscht darüber, weil ich habe auch gerade mal die Unterlagen da angeschaut, das war vor 10 Jahren schon ein Thema, schon Wahlkampfthema, dass die Brauwiese gemacht wird und war damals schon klar, da muss was gemacht werden, das kann man auch nicht im Schloss alleine überlassen, also da wurde auch viel diskutiert, im Schloss alleine überlassen, weil die es nutzen, öffentlich machen, all diese Dinge, aber man hätte auch da längst schon tätig werden können. Mhm. Also schön, wenn es jetzt mal drinsteht, vielleicht wird es ja wahr, warten wir es ab an der Stelle. Was halten Sie von dem Konzept, was der Herr Schmehl gerade vorgestellt hat? Es ist ein ambitioniertes Konzept durchaus zu sagen, okay, wir hängen da noch für Wohnmobile was mit dran. Ja, es ist natürlich auch da Schlossbesucher oder die bei Festivitäten im Schloss sind, durchaus der eine oder andere da in einem eigenen Wohnmobil übernachtet. Also das ist von daher schon zu begrüßen. Mhm. Wir haben auch lokale Gastronomie, die da ist und Romroth ist nun mal auch ein Städtchen, wo der eine oder andere hinfährt und dann hält und auch nochmal das Schloss besichtigt, dann kann man auch sagen, dann kann er auch da übernachten oder so. Von daher halte ich den Vorschlag für durchaus sinnvoll an der Stelle. Ja, ich kann da auch nochmal kurz was zu sagen. Also die Brauwiesen ist natürlich schon eine Forderung über mehrere Jahre und man kann ja auch nicht immer alles erfüllen und dafür lohnt es sich aber immer zu kämpfen, dass es dann letztendlich realisiert wird. Der Parkplatz Brauwiese ist aber in dem Haushalt auch eigentlich, sag ich mal, nice to have. Das ist keine Sache, die man unbedingt haben muss, die zum Leben dazugehört. Die gönnen wir uns jetzt, weil wir entsprechend gut gehaushaltet haben. Zu den wichtigen Investitionen wird es zukünftig sein, vielleicht eine Art Ärztehaus zu installieren, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen, weil aktuell sind wir da noch sehr gut aufgestellt mit unseren Ärzten und Apotheke, dem ganzen medizinischen Wesen, aber zukünftig im Verlauf des demografischen Wandels und im fortschreitenden Alters müssen da auch neue Lösungsmöglichkeiten angedacht werden und da kann die Stadt auch dafür sorgen, dass da die Voraussetzungen richtig sind und das ist einfach neben der Verkehrsanbindung und im schnellen Internet elementar, dass die Grundversorgung auch gewährleistet wird in Zukunft. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Investitionen zurückkommen, Herr Seiler. Was würden Sie denn sagen, ist für Sie so eine gute Sache, die im Haushalt jetzt schon geplant ist, die im kommenden Jahr ansteht? Ja, also die Investitionen, die jetzt alle drinstehen, sind eher mehr oder weniger alles Notwendigkeiten, weil schon lange da, Brauwiese, schon lange diskutiert, muss dringend losgehen. Das ist eine Feuerwehr, das ist eine größere Investition in Niederbreitenbach. Das sind aber alles Sachen, die müssen jetzt auch dringend mal angegangen werden. Die wurden auch sehr lange liegen gelassen. Mhm. Von daher begrüßen wir die auf der einen Seite, aber ja, es hätte auch schon längst mehr sein müssen, schlichtweg an der Stelle. Ja. Einzelmaßnahmen da jetzt zu bewerten, ist dann immer schwierig, weil da hat auch jeder eine andere Sichtweise drauf. Dem Sportler wird das Konzept mit dem Weg, wo er seinen Sport machen kann, mehr zu Pass kommen und er wird da mehr befürworten als der Besucher am Schloss dabei. Ja? Also, aber man muss es nach Möglichkeit verbinden und man muss sich natürlich auch nach der Decke strecken. Das ist die andere Seite, ja? Ganz klar. Das Thema Ärztehaus ist durchaus ein Punkt. Ja, auch das ist eine Geschichte, die bei uns sehr weit oben steht, in die ärztliche Grundversorgung sicherzustellen und das weiter auszubauen. Wir haben noch den Hausarzt. Ja, was wird aber in Zukunft passieren? Ja, der geht auch irgendwann in Rente. Gibt es einen Nachfolger dafür? Kriegen wir einen dafür? Wie kann man das Konzept gestalten? Alsfeld wird die Versorgung auch im Prinzip immer schlechter, was die ganze Ärzteschaft angeht. Von daher müssen wir auch den Bürgern in Romroth was anbieten, weil zu sagen, gehen wir einen neuen Hausarzt zu und in Alsfeld funktioniert dann nicht mehr, weil die nehmen auch keine auf. Also steht das schon auch auf beiden Seiten in den kommenden 5 Jahren in der Prioritätenliste relativ weit oben, dass man dafür sagt, was zu planen, dafür Voraussetzungen zu schaffen. Das ist ja keine Sache auch, die sich in 5 Minuten erledigen lässt, sondern da muss man einfach gucken, was gibt es für Synergien, wie kann man das gescheit aufstellen, sodass man es kostengünstig irgendwie hinkriegen kann. Angefangen von dem Standort bis hin zu der Belegung natürlich. Ja, aus Ihrer Sicht das größte Versäumnis, was vielleicht in den letzten 5 Jahren geschehen ist oder eben nicht geschehen ist oder was vielleicht falsch gelaufen ist? In den letzten 5 Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus, war eins der Versäumnisse, dass dieses Jahr hoffentlich und letztem Jahr Abhilfe geschaffen wurde, war die Breitbandversorgung, die fehlende. Das hat sich doch sehr stark bemerkbar gemacht. Da hat der
Kollege Schmelnich uns letztes Jahr nochmal in der Bürgerinitiative mit eingebracht und haben da mitgekämpft, dass wir eine bessere Breitbandversorgung kriegen. Weil das, was bis dato geliefert wurde, auch von öffentlichen Anbietern, öffentlich sind es ja nicht mehr, Telekom ist ja auch ein privater Anbieter heute, ist einfach zu wenig gewesen. Vor allen Dingen dann auch nur teilweise in der Kernstadt und in den Dörfern gar nichts. Von daher war das im letzten Jahr schon so eine Sache, wo es sich gelohnt hat, auch dann da viel dafür zu kämpfen, viel reinzutun. Ich glaube, wir haben es gut geschaffen an der Stelle. Von das daher ist eine Sache, ja. Passt. Die ja jetzt auch schon Zukunft hat oder wo jetzt auch schon einiges geschehen ist. Genau. Da haben Sie sich, Herr Schmel, auch sehr für eingesetzt. Auch. Auf jeden Fall. Das war, wie der Udo Seiler das eben angesprochen hatte, in den letzten 5 Jahren starkes Thema. Die Kernstadt Romroth selbst war schon gut mit Internet versorgt und die Oberdörfer gerade hatten gar kein Internet. Und das ist ein Missstand, der heutzutage überhaupt nicht geht. Und da sind wir uns auch einig gewesen und haben auch die ganze Zeit dafür uns vehement eingesetzt, dass dieser Missstand behoben wird. Und er hat es eben gerade auch schon angesprochen, wir haben uns dann auch zusammen in der Glasfaserinitiative engagiert mit ganz vielen anderen Menschen aus Romroth, die das zu ihrem eigenen Thema gemacht haben. Und das macht Politik meiner Meinung nach gerade auch stark, wenn das nicht immer nur die Protagonisten sind, die im Parlament sitzen, sondern wenn das auch aus der Bürgerschaft kommt, dieses Verlangen, irgendwas zu verändern und dann in Motivation umschlägt. Und da können wir auch gerne unterstützen. Das haben wir dann von der SPD und von der CDU auch sehr persönlich auch unterstützt mit aller Kraft. Und da sind wir dazu gekommen, dass wir jetzt dann von der TNG da mit Glasfaser bis in die Haushalte ausgebaut werden. Und ohne diese Initiative wäre da lange nichts passiert. Und das wäre ein großer Missstand und ein Malus für die Zukunft für Romroth gewesen. Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, auch die Bürgerschaft, der Zusammenhalt in Romroth selbst. Man hat von außen den Eindruck, dass der relativ hoch ist. Wie würden Sie das auffassen aus Ihrer Sicht? Ja, also in den Dörfern ist es auf jeden Fall eine sehr hohe Identifikation mit den eigenen Orten und wir tun auch immer viel für die kleinen Ortschaften, damit das so ist. Vereinsleben wird bei uns ganz groß geschrieben und ist unheimlich wichtig für das Zusammenleben, für das gemeinsame Gefühl und aber auch für das Bewusstsein für die Umwelt um einen herum. Gibt es da was, wie man die Vereine auch fördern könnte in den nächsten Jahren? Kann man auch. Also Romroth selbst, um das nochmal abzuschließen, ist natürlich hat einen anderen Charakter, also sage ich mal die Kernstadt, weil die ist geprägt von sehr vielen Personen, die zugezogen sind. Also wir haben da jetzt keinen ursprünglichen Bevölkerungsstamm, der da miteinander alt geworden ist und die Kinder alle da geblieben sind. Wir haben eine große Fluktuation, ganz viele Neubürger und da sind wir auch sehr froh, dass wir die haben, weil die haben sich für Romroth bewusst entschieden. Warum? Weil wir eine gute Verkehrsanbindung hatten. Wir hatten günstiges Bauland, wo man günstig bauen konnte mit Familien. Wir haben Kindergarten und Schule, alles vor Ort. Das sind alles so Faktoren, die wichtig sind für so eine Entscheidung. Und da ist der Charakter in Romroth selbst ein bisschen ein anderer. Und da Identität zu geben, sind die Vereine ganz wichtige Faktoren. Und Personen auch anzusprechen, die sich vielleicht jetzt noch nicht so ganz angekommen fühlen in Romroth und die herauszuholen und nicht zu sagen, ihr wohnt und esst hier nur und fahrt dann wieder arbeiten, sondern Teil der Gesellschaft zu sein und ein tragendes Teil. Und das ist ganz wichtig für so einen kleinen Ort, wie wir das jetzt hier alles sind. Gibt es aus Ihrer Sicht, Herr Seiler, irgendwie die Möglichkeit, Vereine verstärkt zu fördern? Ich denke, dass die Vereine jetzt gerade nach der Corona-Situation und nach dieser Zeit bestimmt noch mal eine Anlaufhilfe an der einen oder anderen Stelle gebrauchen. Noch mal ein paar Sachen, dass man da dann auch zusammen vielleicht Ideen entwickelt und gemeinsam das Ding wieder ein bisschen ins Fahrt aufnimmt. Der eine oder andere Verein, der hat sich jetzt nur mal schlafen gelegt, der wird wieder kommen, aber das eine oder andere wird auch mehr oder weniger dann danach nicht mehr so ohne weiteres da sein. Da wird man aufpassen müssen, dass man da wieder Fahrt aufnimmt, dass es dann wieder funktioniert. Wie kann das gelingen? Sicherlich einmal ist eine Sache der Finanzen, wobei das alleine es nicht ist, sondern wirklich halt auch guckt, dass man das ein bisschen vorbereitet, ein bisschen begleitet dann auch, dass die nicht den Mut verlieren. Weil wir haben natürlich auch in den Vereinen immer mehr die Schwierigkeit,
dass die Protagonisten, die da was gemacht haben, die da aktiv waren, dass die natürlich auch älter werden. Und wer der Verein da nicht jetzt gleich schon für Nachwuchs gesorgt hat, der kann jetzt austrocknen auch in der Zeit. Das heißt, da muss man gucken, geht nochmal weiter, geht nochmal in euch, macht es nochmal. Oder kann ein anderer vielleicht euch unterstützen, sodass man da wieder ein bisschen mehr dann was tun kann, dass es da weitergeht. Was du jetzt sagtest gerade noch, Hauke, war auch dann, ja, Romrod ist natürlich, läuft Gefahr, eine reine Schlafstadt zu werden, aufgrund der Verkehrslage von allem, der Verkehrsanbindung ganz gut. Da muss man natürlich schauen, dass das nicht der Fall sein wird. Also für uns ist sehr wichtig auch an der Stelle, dass wir den ein oder anderen Gewerbebetrieb noch dazu bekommen, weil Romrod hat davon einfach momentan zu wenig. Und sich nur auf die anderen Städte zu verlassen, ist dann auch eher nicht der Weg, den man gehen sollte. Sprechen Sie da jetzt von Kleingewerbe, also kleinere Arten, Geschäfte? Quer durch, natürlich Großindustrie ist immer das Schwierige dabei, weil das gibt immer auch Belastungen für die entsprechende Anliegerschaft rundum, Verkehr und so weiter, sondern schon eher Kleingewerbe, Handwerk, sonst irgendwas dabei, vor allen Dingen Arbeitsplätze, die sich auch lohnen, wo dann derjenige dann auch davon leben kann. Also keine reinen Billigarbeitsplätze, sondern hat das wirklich zu fordern, was man von einem Arbeitsplatz erwartet heute. Ist Gewerbe überhaupt so ein Thema in Romrod tatsächlich? Also oder? Für mich ist Gewerbe schon ein Thema, ein wichtiges Thema. Also mir geht es da hauptsächlich darum, die Gewerbe, die schon da sind, wie können wir die weiterhin unterstützen, dass die auch da bleiben und ihre gute Arbeit weiterhin leisten können. Das ist nämlich alles immer keine Selbstverständlichkeit. Also das Hauptanliegen, irgendwie industriell oder gewerbemäßig zu wachsen, müssen wir als Romrod nicht haben. Aber die Personen, die sich für uns entscheiden oder hier gerne ein Gewerbe gründen wollen oder betreiben wollen, die müssen wir unterstützen. Und gerade die schon da sind und jahrelang gute Arbeit hier geleistet haben, die auch nicht zu vergessen, sondern denen das auch so angenehm wie möglich zu machen, dass sie weiterhin da bleiben und ihre Sachen auch entsprechend verkaufen können. Wie könnte das gelingen, so eine Unterstützung? Oder wie könnte so eine Unterstützung aussehen? Das muss wahrscheinlich immer eine individuelle Lösung sein, weil ich glaube, man kann da jetzt kein Raster drauflegen und das jedem überpressen, weil, sag ich mal, Stahlbau hat vielleicht andere Interessen als irgendein Versicherungsbüro. Das sind individuelle Fragen. Meiner Meinung nach muss man auf die Personen zugehen und in den Dialog kommen und fragen, was wir als Stadt verbessern können, dass vielleicht noch jemand anders sich dazusiedelt oder sie vielleicht wachsen wollen, um da keine Hürden hinzulegen, sondern im Gegenteil, sag ich mal, mit offenen Armen dazustehen und zu sagen, unsere Bescheidenmittel als Romrod sehen so und so aus. Wo können wir euch unterstützen, um das zu fördern? Herr Seiler, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen. Sie hatten es vorhin, als ich Sie danach gefragt hatte, welche Investitionen Ihrer Meinung nach jetzt gut geplant sind oder anstehen, die Ihnen wichtig sind. Sie hatten vom Feuerwehrgerätehaus gesprochen. Nee, Feuerwehrfahrzeug. Ach, Feuerwehrfahrzeug. Niederbreitenbach ist in diesem Jahr dran. Dann habe ich Sie akustisch tatsächlich nicht verstanden, aber ist auch egal, denn dann würde ich jetzt gerade mal auf das Feuerwehrgerätehaus in Romrod zu sprechen kommen. Das ist ja auch immer ein Thema, so gerade unter den Feuerwehrleuten. Ich meine, der Feuerwehrverein auch, ein großer Verein in Romrod selbst. Und der Zustand wird sowohl von den Feuerwehreinsatzkräften immer wieder bemängelt und auch vom Regierungspräsidium bemängelt. Wäre es jetzt dann nicht endlich mal an der Zeit, dass was getan wird? Sicherlich schon, ja. Aber es ist nicht nur das Romröder Feuerwehrgerätehaus, das sind alle Gerätehäuser in Romrod, sind in einem eher bemitleidenswerten Zustand, was nämlich gerade die Prüfung angeht, was die Arbeitssicherheit und sowas angeht an der Stelle, die Prüfung, da sind die ziemlich schlecht dran. Und da wurden auch immer schon entsprechende Vorgaben gemacht, was zu ändern ist, aber umgesetzt wurden sie bis heute noch nicht. Das Romröder Feuerwehrgerätehaus als das größte wird natürlich auch dann irgendwann die größten Mittel verschlingen. Und da muss man natürlich auch überlegen, ist der Standort, das Konzept an der Stelle genau richtig, weil neben dem Kindergarten ein Feuerwehrgerätehaus einen Stützpunkt zu haben, wenn die entsprechend mit Blaulicht rausrasen müssen und der Kindergarten hat gerade Feierabend. Das kann eine heikle Mischung geben, bis hin zu dem Punkt, dass natürlich auch das berühmte Mama-Taxi im Zweifelsfall zu der Zeit alles zuparkt. Also das ist sicherlich eine größere Überlegung dann. Das ist auch die Frage, ob man das
kurzfristig jetzt nur verbessert, ob man dann sagt, okay, vielleicht warten wir auch noch 2-3 Jahre, aber das muss dann auch mal geschehen, eine gescheite Planung her. Wie kann sowas in Zukunft gelöst werden? Was würden Sie denn bevorzugen? Also würden Sie eher jetzt sagen, okay, wir brauchen ein komplett neues Konzept, brauchen einen neuen... Oder ja, eher ein neues Konzept, damit allen Beteiligten erarbeiten. Das ist natürlich auch eine Sache, die dann finanziert werden muss. Das heißt, wenn man dann sagt, sich vorher zusammensetzt und dann sagt, okay, das ist die Lösung, die dazu passt, sowohl feuerwehrtechnisch als auch die anderen Erfordernisse abdeckt an der Stelle, dann gemeinsam das Ding angehen. Dann können auch alle da mitgehen. Dann können auch die Gremien mitgehen, dann können auch die Parteien sich dran abarbeiten oder können sagen, ja, okay, da gehen wir mit, machen wir mit an der Stelle. Herr Schmehl, wie erklären Sie sich, dass da in den letzten Jahren wenig passiert ist, obwohl man über die Mängel weiß? Ist das also eine reine finanzielle Sache oder? Die Sicherheitseinrichtungen, also gerade Brand-, Hochwasserschutz und Rotkreuz sind uns sehr, sehr wichtig. Und die Mängel wurden eben schon auch richtig beschrieben. Das rührt daher, dass die Feuerwehr aufgebaut wurde nach dem Krieg und entsprechend wurden Liegenschaften angemietet oder gebaut, die damals zu kleineren Fahrzeugen gepasst haben und den heutigen Ansprüchen einfach nicht mehr genügen und zu Recht bemängelt werden. Meiner Meinung nach wäre das Allerbeste, wenn man einen zentralen Neubau gestalten könnte, der zentral irgendwo steht und den modernen Anforderungen gerecht wird. Ob das zu realisieren ist, ist schwierig, weil man muss auch gleichzeitig bedenken, es geht ein bisschen Identität im Ort verloren, weil jeder Ort seine eigene Feuerwehr hat. Sie rücken dann zum Verbund, im Verbund dann aus und jeder bringt seinen Teil hinzu. Und Udo hat es eben ja auch gesagt, das Feuerwehrfahrzeug in Niederbreitenbach steht im Haushalt und in Romroth wurde schon eins angeschafft und so ergänzt sich das immer sozusagen. Wenn wir jetzt aber daran denken, diese Missstände zu verbessern, dann gehört es einfach dazu, dass wir einen konkreten Plan aufstellen, wie wir den realisieren wollen. Das heißt, um diese hohen Kosten, die dadurch entstehen würden und quasi auch den Steuerzahler extrem belasten würden und eine sinnvolle oder seriöse Finanzierung durchführen zu können, müssen wir die Steuern stark erhöhen, was wir nicht wollen. Müssten wir einen Mehrjahresplan aufstellen zur Sanierung des ganzen Feuerwehrapparats, dass das den heutigen Stand auch entspricht. Und dazu bedarf es einfach einen konkreten Plan, der abgearbeitet werden muss. Also ist auch da noch viel Arbeit, die vor den Stadtpolitikern auch liegt. Das sind zukünftige Arbeiten, also das steht auch bei uns auf der Wahlagenda drauf, dass wir uns darum kümmern. Das ist ganz wichtig, ist das. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Wir hatten jetzt wieder Hochwasser gehabt, hatten letztes Jahr ein extremes Hochwasser gehabt. Wir hatten Brände gehabt, Alarmierungen, wo die Feuerwehr mehrfach im Jahr ausrückt und oder zu normalen Verkehrsgeschichten. Da gibt es unterschiedliche Einsatzformen. Ich selbst habe beruflich die Feuerwehr auch immer sehr positiv erlebt und die gilt es auch zu unterstützen, weil die machen das ehrenamtlich, das muss man auch immer dazu sagen, in ihrer Freizeit, weil sie Spaß daran haben, anderen zu helfen. Und da müssen wir als Stadt dafür sorgen, dass denen ihre Arbeitsbedingungen entsprechend sind, dass sie sich da auch wohlfühlen und nicht, dass die gegen Gesetze verstoßen und dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben. Wichtig wäre dabei natürlich auch, du hast am Rande erwähnt dabei, aber Romroth ist natürlich schon ein Stückchen in die Fläche gezogen. Das heißt, zu sagen, man zentralisiert alles nur an einem Standort in Romroth selber, das muss man sehen. Geht das so? Macht das so Sinn? Da gibt es gewisse gesetzliche Vorschriften und dann erwähnt am Rande, war die Vereine, die Feuerwehrvereine vor Ort, wie können die das noch mitmachen? Machen die das dann mit, wenn sowas wäre? Ja, also da ist ganz viel, weil das ein wesentlicher Bestandteil des Vereinslebens ist, muss man dem natürlich auch dann Rechnung tragen und muss da auch schauen, dass das ist. Also im Zweifelsfall, ich glaube, bis auf Zell sind so alle mehr oder weniger malat, die Gerätehäuser. Das heißt, das sind schon mal 4 Stück, in die man im Prinzip in der Summe irgendwas investieren muss, sondern muss sehen, dass man gesamtheitlich dafür ein Konzept entwickelt, das man dann Stück für Stück auch da machen kann. Ja. Wichtig ist, dass man halt Probleme erkennt und die angeht mit den Mitteln, die man hat.
einen Plan hat und den dann hinterher umsetzt, im Dialog mit den Betroffenen vor allen Dingen. Es nützt nichts, wenn die Politik Entscheidungen trifft, weil sie meint, ach, das hört sich für uns gut an. Und die Personen, die es dann letztendlich hinterher ausführen, die sagen, ach nee, hätte er uns mal gefragt, also wir hätten es vielleicht genau andersrum gesehen. Deshalb im Dialog, es ist eine Möglichkeit, einen zentralen Standort zu machen oder die Sanierung von den Einzelstandorten, aber dann mit einem konkreten Plan, meiner Meinung nach, und im Dialog. Und dann kommt man dann auch zum guten Ergebnis. Und das ist eine langfristige Aufgabe, aber eine sinnvolle. Was noch wichtig ist an dem Punkt, ist dann immer auch, du hast vorhin erwähnt, die Feuerwehrleute sind ehrenamtlich, die tun das ehrenamtlich. Wenn die tatsächlich aber alle eine Wehr sagt, wir sind mit dem Plan nicht einverstanden und machen da nicht weiter, dann hat man ganz andere Probleme dann zu lösen. Das sollte man tunlichst natürlich dann vermeiden. Also deshalb ist man da auch immer gut beraten, das gut vorzubereiten, alle Parteien damit anzuhören und damit dann entsprechend umzugehen. Es gab schon Kommunen, die haben mit so einer Aktion dann ihre Feuerwehr in eine Pflichtfeuerwehr ändern müssen, weil die Freiwilligen alle gesagt haben, wir machen nicht mehr mit an der Stelle. Aber können sich dann die Feuerwehr oder die Einsatzkräfte, die Feuerwehrleute aus dem Verein und so weiter vielleicht auf kommende Gespräche, die jetzt bald hoffentlich mal stattfinden, freuen? Das ist das einfach als Zeichen, es passiert was. Sicherlich. Da muss von Seiten der Kommune muss das natürlich eingeläutet werden, grundsätzlich. Und dann der Dialog gestaltet werden. Auf der anderen Seite muss man da aber auch offen reingehen und muss erst mal sehen, was dann diskutiert werden kann, wo es lang geht. Ja. Wir waren jetzt über Mängel gesprochen. Herr Schmier, Sie haben es gesagt, Mängel sind bekannt. Ein weiterer Mangel wäre ja auch so das leerstehende Landhotel, wo aber ja jetzt tatsächlich auch ganz aktuell so ein bisschen was passiert ist. Es gab jemanden, der Interesse gezeigt hat, tatsächlich an einer Übernahme. Ja, Frau Stock, das ist immer ein wirklich sehr interessantes Thema und was halt auch überregional die Leute stark interessiert und auch zu Besuchen einlädt. Ich kann es irgendwo positiv und auch negativ grob verstehen, weil es ist ja schon ein Gebilde, was sehr interessant ist. Aber wir als Stadt Romroth haben damit ein Problem. Nicht nur die Stadt, sondern auch die Anwohner. Und die Anwohner beschweren sich regelmäßig und auch gerade in meiner Funktion als Ortsvorsteher stehe ich da natürlich gern mit einem offenen Ohr parat. Und ich bin dafür, dass dieser Missstand abgestellt wird. Aber in der Umsetzung ist es schwierig. Schwierig, weil es ist in Privathand und nicht in städtischer Hand. Und der Privatier, der ist irgendwo in China und meistens nicht greifbar. Und es gab, wie Sie es eben schon mal angesprochen haben, Interessenten. Aktuell gibt es auch wieder einen Interessenten, der gerne irgendwas mit dem Sporthotel anfangen will in irgendeiner Form. Die gab es aber im Vorfeld auch schon, ich glaube, 4 oder 5 Anfragen, die gerne was aus dem Sporthotel gemacht hätten, wo sich allerdings die Gespräche dann irgendwo im Sande verlaufen haben und es nicht zu irgendeinem Vertragsverhältnis zwischen den zwei Parteien gekommen ist, sodass wir weiterhin das Problem vor Ort haben. Es wurde seitens der Stadt schon was getan, es wurde die Beschilderung geändert, dass man nicht so davor fahren kann, es wurde eingezäunt. Ganz am Anfang wurde das auch alles abgeschlossen, aber mit dem ersten eingebrochenen Scheibe kam die nächste hinzu und genauso ist es auch nicht dauerhaft zu verhindern, dass da jemand hingeht und sich da austobt. Es ist ein Problem, aber es wird sich drum gekümmert und wir nehmen die besorgniserregenden Mitteilungen, gerade von den Anwohnern, nehmen wir sehr ernst und kümmern uns drum. Nur wir sind leider auch ein Stück weit an die Gesetze gebunden und können nicht alles machen. Gleichwohl bin ich der Überzeugung davon, dass es ein gefährlicher Ort ist durch die eingebrochenen Scheiben und dass wir da was machen müssen, damit die Gefahr gemindert wird. Weil in dem Zustand wird es ja nicht besser und stellt weiterhin eine Gefahr dar. Herr Seiler, was würden Sie sich wünschen, angenommen Sie könnten damit mit dem Gelände, mit dem Gebäude tun, was immer Sie möchten? Was würden Sie sich wünschen, was passiert? Also das ist mal, dass es in irgendeiner Form genutzt wird, sinnvoll genutzt wird und damit der Schandfleck verschwindet. Kollege Schmel hat es gerade eben ausgeführt, ja, es wird inzwischen als Abstellplatz für schrottreife Autos genutzt, es wird für alles Mögliche an der Stelle genutzt, weil der Eigentümer das Gelände, das Gesamtgrundstück halt auch entsprechend nicht gesichert hat. Ja,
ja, kann sein, dass er schwer zu erreichen ist für manche Dinge oder nicht immer, wie auch immer. Aber ich glaube, eine aktivere Politik an der Stelle, eine aktivere Druckmöglichkeit schon länger, hätte sicherlich dann auch dem zugestanden, dem ganzen Objekt und vor allen Dingen das, was es da hinten ausmacht. Also wenn ich überlege, wie viele Feuerwehreinsätze da gelaufen sind schon alleine, wo wir da hingefahren sind und entweder es hat draußen eine Couch gebrannt oder sonst irgendwas an der Stelle für nichts, das ist dann natürlich auch schon eine immense Belastung. Erstens für die Feuerwehrleute, für nichts da hinzufahren, ist der eine Punkt, mehr oder weniger. Und der andere dann, was man an Zeit da rein verschwendet. Ja. Was wäre eine kurzfristige Lösung? Könnte man mit dem Ordnungsamt da nicht eher noch mehr Kontrollen? Ich meine, es ist ja jetzt tatsächlich zwischenzeitlich auch mal so gewesen, dass die Anwohner selbst Kontrollen gemacht haben oder geschaut haben. Ja, das ist natürlich, selbst den Sheriff zu spielen oder sowas, ist natürlich schwieriger an der Stelle. Ja, durch eine höhere, sagen wir mal, dass eine höhere Resonanz da ist, dass man durchgeht, dass da Personen da sind. Da kann man natürlich verhindern, dass Gesindel, das sich entsprechend nur dunkle Ecken sucht oder sowas, dass die sich permanent da einnisten, weil sie sehen, da gibt es ja immer wieder Leute, die da lang gehen. Mhm. Aber das ist auch nicht ganz ungefährlich. Also das einfach so zu machen, nee. Ja, also das ist nicht der beste Weg und würde ich keinem empfehlen, unbedingt das zu tun. Ja. Kurzfristig aus meiner Sicht ist wirklich nur zu sehen, dass man versucht, den Druck auf den jetzigen Eigentümer zu erhöhen, sich langfristig dafür zu engagieren, dass der Schandfleck verschwindet und auf der anderen Seite aber auch, dass er den einen oder anderen an Verkehrssicherungspflicht, was man ihm eventuell noch da nachweisen könnte oder auferlegen könnte, dass er dem dann entsprechend nachkommt. Mhm. Das wissen aber sicherlich dann die entsprechenden Verwaltungsleute besser, was man alles da auferlegen kann, als ich jetzt im Moment hier. Ja. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch, dass man das so regeln kann? Wir müssen ja auch, sag ich mal, die gültigen Gesetze auch wahren. Und das Sporthotel steht ja für Romrow zum Glück weit außerhalb. Es gibt ja auch in ganz vielen Orten ähnliche Gebäude, die mitten im Ort sind und einfach das Ortsbild verschandeln. Mhm. Und die Handhabe sind da sehr, sehr schwierig, weil Privateigentum. Und das ist zu Recht auch hoch eingestuft. Nur, das ist ja auch irgendwo ein Ausfluss, dieses Sporthotel, von einer globalen Sache. Das heißt, es hat irgendwann mal ein chinesischer Investor erworben und hat da Geld investiert. Und jetzt liegt es halt brach und er hat anscheinend jetzt keine Nöte, das Geld wieder abzuziehen oder es zu verkaufen. Es kam zu keinen Verkaufsgeschäften, weil es anscheinend nicht für nötig erachtet wird. Das ist ein Teil von den globalen Investments, die weltweit getätigt werden. Und das ist auch eins in Romrow. Und wir müssen jetzt mit dem Malheur versuchen, umzugehen und das Beste draus zu machen. Und das sind wir auch dran. Und ich denke mal auch, dass es zu lösen ist, weil ein dauerhaftes Problem so zu lassen, das geht nicht. Und es ist auch schon versucht, dem Eigentümer die ganzen Kosten aufzudrücken. Die Feuerwehreinsätze sind alle in Rechnung gestellt worden, alle anderen Maßnahmen auch. Und die wurden immer beglichen, sodass rechtlich keine Handhabe da ist, irgendwie was anderes draus zu machen. Mhm. Mhm. Ein ganz anderes Thema würde ich jetzt gerne mal drauf zurückkommen. Herr Schmier, Sie hatten es vorhin schon mal gesagt und hatten gesagt, dass die Resonanz in Romrow sehr hoch ist. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht einen Wohnbauplatz mehr gibt, dass alles schon vorreserviert ist, das, was noch da war. Wie sehen Ihre Pläne da aus für die Zukunft? Neue Wohnbauplätze ausweisen oder vielleicht Leerstände eher fördern? Was sagen Sie, Herr Schmier, und danach Herr Seiler gerne mal dazu? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein zentraler Punkt der Politik der CDU-FWG ist die Familie. Und das ist ein Baustein davon. Ich habe vorhin schon mal gesagt, mit dem Luvia im Hinblick auf Familie mit Pflege und dass die Senioren auch weiterhin selbstbestimmt in Hausgemeinschaften in Romrow weiterleben können. Gleichzeitig gehören auch die Familien mit Kindern dazu, die sich auch in Romrow gerne ansiedeln möchten und auch Bauplätze suchen. Nun haben wir das Phänomen gehabt, wie überall, dass in den letzten 5 Jahren
ganz viel gebaut wurde, ganz viele Bauplätze gekauft wurden und wir hatten ein sehr großes Baugebiet an den Krummeckern und da können wir jetzt sagen, dass alle Plätze verkauft sind. Das hat sich vor etwa 2 Jahren abgezeichnet, dass alle Plätze weg sind und dass die Stadt Romrod da was tun muss, um auch weiterhin jungen Familien die Möglichkeit zu bieten, auch hier weiter in Romrod zu leben und wir ganz dringend darauf angewiesen sind, dass junge Familien bei uns wohnen, weil wir wollen ja auch weiterhin unseren Kindergarten und die Schule bestücken, was keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir das in Romrod vorhalten können. Und da kam es jetzt zum Engpass. Mhm. Und den Engpass müssen wir beheben. Langfristig versuchen wir natürlich wieder ein größeres Baugebiet auszuweisen, was vielleicht auch tendenziell in die Richtung Sporthotel gehen würde. Am liebsten würde ich da das auch platt machen und einfach da ein neues Baugebiet zur Verfügung stellen. Geht aber nicht. Aber die Richtung ist und die Tendenz, ein Baugebiet, ein neues auszuweisen. Nun gibt es aber aktuell weitere Anfragen, die jetzt gerne in Romrod bauen wollen. Wir wollen da keinen vor den Kopf stoßen. Ist aber leider auch schon passiert, weil die Bauplätze halt einfach weg sind. Was können wir als Stadt da tun? Wir können das machen, was uns sofort möglich ist. Das heißt, städtische Plätze, die im Baugebiet liegen, nutzen und die dann zu Bauflächen dann auch letztendlich machen und dann verkaufen, dass relativ zeitnah auch wieder Bauen in Romrod möglich ist. Und das haben wir versucht und auch durchgeführt. Auch gegen Widerstände von Anwohnern, aber es ist halt nichts in Beton gegossen, dass ich immer das Recht habe, in die grüne Wiese zu gucken. Wenn Romrod weiterhin jungen Familien die Möglichkeit bieten will, auch hier zu wohnen, muss ich auch wieder Bauflächen zur Verfügung stellen. Und das ist im Bereich des Friedhofes passiert. Mhm. Dort konnten 7 neue Bauplätze kurzfristig geschaffen werden, die auch, wie Sie schon richtig gesagt haben, auch schon wieder alle verkauft sind. Das heißt, es geht weiter. Neben der langfristigen Planung, die Krummecker weiter zu erschließen, möglicherweise Richtung Sporthotel, besteht auch noch die Möglichkeit, weitere städtische Flächen zu benutzen. Und da gibt es noch eine weitere Fläche, die liegt neben der Schule, die wäre auch noch potenziell fähig, dass wir da auch noch mal relativ zeitnah Bauplätze erschaffen können. Wir wollen aber auch nicht alles in Romrod haben und wir wollen auch, dass die Ortsteile natürlich auch das Gleiche haben wie Romrod selbst. Und deswegen haben wir auch Erweiterungspläne schon gemacht für Oberbreidenbach. Aktuell ist gerade die Erweiterung des Baugebiets, was eigentlich auch schon in der Vorplanung war, in der Machenschaft. Das heißt, das steht auch kurz vorm Abschluss, dass wir da auch weitere Bauplätze in Zell generieren können, die aber im Übrigen schon die ganze Zeit da waren. Und das ist das Groteske an der ganzen Sache. Es gibt in allen Ortschaften mehrere Bauplätze, die bebaut werden können, wo aber die Eigentümer aus persönlichen Gründen nicht verkaufen wollen. Okay. Das heißt, wir müssen uns immer darstellen, müssen sagen, ihr als Stadt Romrod habt genug Bauplätze, wieso wollt ihr was Größeres, Neues ausweisen? Verbaut doch erstmal eure offenen Flächen. Mhm. Aber das widerspricht halt den Eigentümern, die das einfach nicht bebauen wollen oder verkaufen wollen. Und so steht man in einem Dilemma. Man möchte gerne die Möglichkeit schaffen, Baugebiete für junge Familien, generell für jeden auch zu erschließen. Aber man hat in den Ortslagen mehrere Leerstände, die nicht verkauft werden oder vielleicht einfach vielleicht durch Denkmalschutz oder wie auch immer auch gesperrt sind oder unattraktiv sind für jemanden, der bauen will. Und das gilt es zu verbessern. Nutzt nichts, wenn ich nur außenrum wachse und der Innerort verwaist und verödet. Das wollen wir gerade nicht. Das haben wir versucht mit dem Luvia, mit dem Schlossblick zu verändern. Andere Sachen auch schon dort angestoßen in den Ortsmitten. Und das wollen wir weiter vorantreiben und eine Möglichkeit finden, wie wir die Plätze in den Ortschaften auch an den Mann und an die Frau bringen können. Herr Seiler, wie könnte man das aus Ihrer Sicht angehen? Ein Punkt ist sicherlich, dass man die Leerstände
die da sind, dass man die im Prinzip auch offen angeht, dass man da mit den Eigentümern in den Dialog kommt, wie kann man das unterstützen, dass Leerstände oder nahezu verfallende Gebäude, je nachdem wie es da dann ist jeweils, wie man die unterstützen kann, dass das eine Sanierung, einem Abriss und Neubau oder sowas an der Stelle stattfindet. Weil wir können auf die Dauer nicht immer nur neue Baulandflächen ausweisen am Rand. Das hört sich zwar schön an und wir haben Häuschen im Grünen und am Stadtrand und so, aber wenn wir die Ortskerne verweisen lassen an der Stelle und zerstören, dann haben wir an der erstens nichts gewonnen, außer eine Zersiedlung der Landschaft. Mhm. Und die Gebäude und die Flächen im Ort sind oftmals ja auch wertvoll für potenzielle Nachmieter oder Nachkäufer, Nachfolger dabei. Man muss sie nur auch finden und man muss gucken, dass man die das entsprechend hat. Glücklicherweise haben wir jetzt für ein paar Gebäude in Oberbreitenbach haben sich Nachkäufer gefunden, Nachfolger gefunden, die schon eine Weile leer standen oder auch dann drohten leer zu stehen. Mhm. Das hat verhältnismäßig gut geklappt diesmal. Da ist jetzt mal wieder einiges aufgefüllt. Aber das muss man, glaube ich, mehr auch von öffentlicher Hand begleiten, um da ein bisschen mehr zu machen. Bis hin zu dem Punkt, macht der Denkmalschutz in allen seinen Facetten auch dann immer Sinn? Oder macht man damit nicht nur eine Hürde auf, dass man die Dörfer an der Stelle einfach kaputt macht? Mhm. Ja, also ich wollte noch mal kurz einhaken, weil der Ruf nach Bauflächen ist ja durchaus da und der liegt auch vor. Aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung für die Nachhaltigkeit. Mhm. Wie der Udo das jetzt eben auch schon gesagt hat, wenn wir jetzt in Grün dann ausbauen, dann versiegeln wir ja auch Flächen. Das ist ja nun mal Fakt. Und gerade jetzt auch in dem Bereich, wo wir drüber gesprochen haben, es ist Hanglage und da fließt Wasser ab und dann muss man im gleichen Zuge auch immer dran denken an Hochwasserschutz, die Orte normal ja dann auch brauchen unbedingt. Und das ist, müssen wir genauso im Blick behalten. Mhm. Wir können nicht immer ausweisen und versiegeln dann damit Flächen und was passiert dann da draus? Dann haben wir auch noch viele Landwirte, die sind auch auf diese Felder und Wiesen auch angewiesen. Das heißt, wir müssen auch mit denen im Dialog bleiben und müssen halt auch da Lösungen finden, wie können die trotzdem ihren Betrieb weiterführen, wenn wir jetzt zu Recht auch Bauland dann irgendwann ausweisen wollen. Das gilt es halt alles zu berücksichtigen, das ist halt alles nicht immer mit Schwarz und Weiß, mit Ja und Nein zu beantworten, sondern da muss man halt schon auch immer ein paar Sachen im Voraus denken und berücksichtigen. Herr Schmiel, Sie hatten vorhin schon mal gesagt, dass die CDU-FEG sich ein bisschen sich positioniert und sagt, wir möchten gerne attraktiv sein für Familien und uns auf Familien ausrichten. Haben Sie denn auch eine Lösung für den fehlenden Kindergartenbus? Ja, wenn Sie zugehört haben, hatte ich das vorhin schon mal angesprochen und zwar im Hinblick auf die Tagespflege in dem Schlossblick. Mhm. Da wird ein Bus eingesetzt für die Personen, die zur Tagespflege hingebracht werden. Und da haben auch schon Vorgespräche stattgefunden durch die Bürgermeisterin. Ich bin auch im Kindergartenausschuss, das heißt, ich bin da sehr nah dran und ich weiß um die Bedürfnisse der Eltern, aber auch der der Erzieherinnen, wie wir das da am besten lösen können. Und ein Lösungseinsatz, den wir auch favorisieren und der geplant ist und der aufgrund von Corona derzeit zurückgestellt ist, ist diesen Bus, der für das Haus Schlossblick genutzt wird, auch für den Transport der Kinder wieder einzusetzen. Das ist aber auch alles, sag ich mal, ein gutes Hinzutun der Stadt, weil gesetzlich sind wir dazu nicht verpflichtet, so einen Bus vorzuhalten. Das ist einfach althergebrauchter Brauch. Und da wir ja auch Familien positiv sein wollen, unterstützen wir das natürlich zu 100% und sind da auch bereit, Geld für auszugeben, dass die Kinder sicher von den Ortschaften auch nach Romroth transportiert werden können, was derzeit ausgesetzt ist aufgrund verschiedener vertraglicher Schwierigkeiten und den entsprechenden Kosten. Mhm. Aber eine Lösung ist in Sicht und ist in Mache, auch im Zusammenhang mit dem Haus Schlossblick. Okay. Herr Seiler, was halten Sie von der Lösung? Finden Sie das gut?
Also es ist ein mögliches Konzept, dem überhaupt beizukommen. Die Situation ist ja schon lang genug jetzt einfach auch da, dass keine Busverbindung da angeboten wird. Mhm. Also das finden wir schon ziemlich traurig, dass es so lange dauert, das überhaupt dann voranzubringen und da umzusetzen an der Stelle. Was aber nicht nur jetzt Kindergarten angeht mit einer Fahrmöglichkeit, wir haben uns mit draufstehen an dem Punkt, dass wir generell auch sehen, es gibt keine Form von einem innerörtlichen Nahverkehr. Also eine Position wie ein Bürgerbus würde Romrod mit Sicherheit sehr gut zu Gesicht stehen, weil der wäre dann im Zweifelsfall vielleicht auch für solche Dinge einsetzbar, auch für Kindergartenfahrten, vielleicht auch im Wechselwindhaus-Schlossblick Fahrten, was auch immer an der Stelle. Wir haben einfach das Problem, dass die umliegenden Dörfer, die zu Romrod gehören, dass dort, wer nicht mobil ist, wer kein Auto hat, ist abgeschnitten. Mhm. Der Bus fährt nur zu Schulzeiten und danach war es das. So, und das macht es natürlich sehr schwer. Und umliegende Dörfer und Städte haben es vorgemacht. Es gibt entsprechende Bürgerbusprojekte, die auch vom Land gefördert sind. Das sollte man vielleicht mal dringend angehen. Das wäre ein Punkt, der ganz wichtig wäre hier auch und ganz essentiell, um dann auch zu sagen, die Dörfer sind auch interessant. Aber so ein Bus möchte ja auch betrieben werden, was ganz oft in den umliegenden Dörfern ja auch durch Vereine, freiwillig Klar. eben geschieht. Das wäre dann auch ein Ansatz, wo Sie sagen würden. Richtig. So. Dafür muss, bevor der gefördert wird, müssen ja auch entsprechende Konzepte aufgestellt genau. werden. Muss das nachgewiesen werden. Also an der Stelle, ja, das muss gemacht werden, aber das wäre dann auch ein Punkt, wo man sagen kann, da können wir eine Lösung bieten, die darüber hinausgeht. Ja. ja also. Jetzt haben wir schon von der CDU-FEG gehört, wie sie sich aufstellen für die Kommunalwahl. Wie stellt sich die SPD denn auf? Also was sagt die SPD unter diesem Motto, fahren wir, hier möchten wir gerne was tun? Also wir sagen, wir wollen vor allen Dingen eine solidarische Politik haben in Romrod. Okay. Das heißt, dass für alle da ist, dass für alle auch gleichermaßen gedacht wird. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Schwachen nicht vergessen werden, dass denen geholfen werden kann, dass die unterstützt werden, wo es da sein muss. Und dass das Angebot, das gemacht wird in Romrod, auch dann wirklich für alle Bevölkerungsschichten da ist und dass an alle an der Stelle gedacht wird. Was würde Sie jetzt unterscheiden von der CDU-FEG? CDU-FEG? Wir haben, jetzt mal unabhängig davon, dass der Parteiname ein anderer ist, wie die ältere Partei sind, ja, also im Zweifelsfall an der Stelle, sind wir von der Aufstellung her schon von den Projekten eine größere soziale Komponente, sehen wir einfach da drin, darauf Wert zu legen ja, und die voranzutreiben. Ja, manches an Projekten haben wir jetzt heute auch hier gesehen, wird auch überschneidet sich, aber jedes Projekt kann man auch wieder unterschiedlich ausgestalten. Also da sehen wir schon einen gewaltigen Unterschied zwischen einer sozialdemokratischen Politik und einer CDU-FDP. Herr Schmehl, Sie hatten vorhin, das ist jetzt schon ein kleines bisschen tatsächlich länger her, ich wollte da nicht einschneiden, Sie hatten vorhin schon mal gesagt, dass es nicht das Hauptziel ist, oder das von Romrod sich auf die Gewerbe, auf neue Gewerbeansiedlungen beispielsweise zu fokussieren. Was wäre denn da das Hauptziel, was man sagen könnte, so aus Ihrer Sicht? Wäre es beispielsweise der Tourismus? Ja, der Tourismus ist auch ein Punkt, aber ich möchte nur mal kurz noch mal drauf Sehr gerne, ja. eingehen. Bezüglich der Zukunft und Unterschiede zwischen den bewerbenden Parteien. Also wir haben die letzte Wahlperiode auch gerade von der CDU auch immer viele Aktionen gemacht und stehen im engen Dialog mit den Leuten, die im Ort auch tätig sind. Das heißt, die in den Vereinen auch verwurzelt sind und sich da engagieren. Und das zeigt sich, denke ich mal, auch auf unserer Liste. Wir haben 30 Personen gefunden, die sich für die Sache engagieren wollen in unterschiedlichsten Funktionen und mit unterschiedlichen Themen, die zum Beispiel auch Gewerbe beinhalten, aber auch familiäres Miteinanderleben. Wir haben dann, sag ich mal, mit 30 Bewerbern eine sehr gute Liste von jung bis alt, von engagiert bis richtig immer direkt vorne an der Spritze, die sich in Initiativen engagiert haben. Leute, die wollen, dass der Ort sich verbessert und wir haben unter den ersten 7 Kandidaten jeweils immer eine Person aus jedem Ort auch. Also wir bringen alle Komponenten mit und
bieten, sage ich mal, dem Wähler meiner Meinung nach ein sehr gutes Programm und sehr gute Personen und glaubhafte Personen, die das auch hinterher umsetzen. Weil wir können über vieles fantasieren und viele Dinge andenken, was man alles toll machen kann. Letztendlich müssen es Personen machen. Und die Personen, die finden sich bei uns auf der CDU-FWG-Liste, die anpacken können und auch Dinge umsetzen können. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir so ein gutes Angebot machen können. Jetzt auf Ihre Frage zu kommen. Nochmal zurückzukommen, ja. Ja, der Tourismus ist natürlich ein Punkt. Ich hatte es auch eben schon mal erwähnt bezüglich der Brauwiese, dass es eine Möglichkeit gibt, da Wohnmobilstellplätze anzubieten. Das wäre ein Punkt. Wir haben aber auch zum Beispiel den Sitz des Lutherwegs. Das heißt, durch Romroth laufen immer mal ein paar Gestalten mit Rucksäcken oder mit Wanderstöcken. Das gehört fast zum normalen Bild hinzu. Romroth ist nicht nur regional bekannt, sondern auch überörtlich, weil der Wanderweg, der geht von der Wartburg bis nach Worms und da laufen Leute durch und die auch gegebenenfalls vielleicht auch Übernachtungen dann sorgen. Wir haben zum Glück auch Übernachtungsmöglichkeiten im Schloss, sehr gute Übernachtungsmöglichkeiten, ein wunderschönen Ambiente, was, denke ich mal, weit und breit seinesgleichen sucht. Vielleicht annähernd noch mit Alsfeld, mit der Villa Raab zu vergleichen. Aber also da sind wir auch schon sehr stolz, dass wir das haben. Und Ausfluss aus diesem SILEC-Programm, das heißt, ich bin zwar Parlamentarier, aber bringe mich auch in unterschiedlichen Sachen ein, das sagte ich eben, Personen, die glaubhaft sind, ich kann viele Ideen haben, Leute müssen das auch machen. So saß ich dann auch an mehreren Abenden in SILEC-Unterhaltungen, wie kann man was in Romroth und den Ortsteilen besser machen. Und da waren ganz viele Menschen auch aus den Ortsteilen da, wie man das vor Ort besser machen kann. Und für Romroth war mir klar, dass es eine Möglichkeit ist, auch den Tourismus da zu beleben, indem man Wanderwege anbietet, überörtliche Wanderwege, vielleicht besser wieder beschildert, um dann Möglichkeiten zu geben, ich komme doch mal hierher aufs Land und gehe mal wandern. Gerade in der Corona-Zeit haben ja viele das Wandern auch wieder neu entdeckt. Einfach draußen zu sein und wir haben eine fantastische Natur. Von uns geht es raus direkt in den Wald, ob es jetzt in den Wald ist, Richtung Alsfeld oder in das Jägertal. Wunderschöne Plätze. Und als weiterer Faustpfand haben wir natürlich noch unsere Zuganbindung mit unserem Bahnhof in Zell, der auch überörtlich quasi zu erreichen ist. Umweltfreundlich kann man dann mit dem Zug dann da anreisen, kann dann da aussteigen und kann über den Fahrradweg zum Beispiel nach Romroth fahren oder die umliegende Landschaft erkunden. Mhm. Und wenn wir da eine weitere Möglichkeit schaffen, vielleicht Übernachtungsmöglichkeiten zu kreieren, dann zieht das vielleicht den einen oder anderen dann noch nach. Mhm. Und der Tourismus, wir bauen ja nicht nur irgendwas für andere, sondern die Sachen, davon profitiert ja auch jeder einzelne Bürger, der in Romroth lebt. Ich sprach eben von dem Fahrradweg von Romroth nach Zell oder von Zell nach Romroth. Der wird sehr gut benutzt und ist ein ganz wichtiger Verbindungsweg zwischen den zwei Ortschaften. Meine Frau, die kommt ursprünglich ja aus Zell und ich gehe den Weg oft. Und das ist ein verbindendes Element, dieser Fahrradweg. Und diesen Fahrradweg, den wünsche ich mir auch für die Oberdörfer, sprich für Niederbreitenbach und Oberbreitenbach, die das auch schon sehr lange auf ihrer Wunschagenda haben. Und da wollen wir, Sie nicken. Und da wollen wir auch ran, dies zu realisieren, weil das ist nachhaltig und ein ergänzender Punkt zu einem möglichen Stadtbus oder wie auch immer, wie man den betreiben kann, finde ich ja auch eine sehr gute Idee. Letztendlich muss man gucken, wie man es umsetzen kann. Aber es wäre eine weitere Ergänzung, da den Radweg auch auszubauen, dass man heute gerade mit der E-Mobilität ist es dann auch für jemanden, der vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß ist. Das kann ein junger oder alter sein, das ist ja egal. Wir haben natürlich auch einen Höhenunterschied, gerade nach Oberbreitenbach. Aber das ist einfach zu handeln dann. Und da muss es zur Umsetzung kommen. Und das ist auch im Haushalt mit einbedacht. Und das finde ich dann eine sehr gute Ergänzung für die, die hier leben in Romroth und vielleicht die zu Besuch kommen wollen. Und vielleicht beide Sachen miteinander synergiemäßig zu ergänzen. Mhm. Herr Seiler, sehen Sie das ähnlich in Sachen Tourismus, da vielleicht das Radwegenetz einfach auszubauen, die
Ortsteile anzuschließen und. Das Radwegenetz muss alleine schon und auch Wanderwegenetz an der Stelle ausgebaut werden, um die Bürger aus den Stadtteilen auch an die Kernstadt mehr ranzulassen. Ja. Also wer heute zu Fuß von Oberbreidenbach oder von Niederbreidenbach nach Romroth will, auf einem normalen Weg, der geht die Landstraße entlang, was nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist an der Stelle. Ja. Also da muss schon was passieren, um da auch einfach mehr den Umweltschutzgedanken zu fördern, nämlich den Leuten auch die Gelegenheit zu geben, auf einem normalen Weg ohne große Umwege runterzukommen nach Romroth, dann auch mal einen Einkauf zu machen und wieder auch zurück nach Hause zu kommen an der Stelle. Dass das sauber funktioniert und dass das super funktioniert. Ja, wäre schön, wenn es alles nächstes Jahr klappt. Ja? Ja. Habt ihr so viel Geld schon im Haushalt drin? Ich glaube, nächstes Jahr, Udo, wird das alles immer nicht ganz klappen, aber man kann sich auf den Weg machen oder sollte zumindest eine Vision haben, wie könnte es werden. Und dann obliegt es natürlich auch immer, wie ich das eben schon gesagt habe, den Beteiligten. Ganz klar. Und gerade in Romroth sind wir da eigentlich schon immer, sag ich mal, finden wir da immer eine Mehrheit, dass wir das auch dann hinterher schaffen. Ganz viele Sachen werden eigentlich einstimmig auch in den Parlamenten beschlossen. Und da sind wir eigentlich, da bin ich sehr froh und ich kenne auch keine andere Phase, weil ich für mich war jetzt 5 Jahre im Parlament, da war eine gute Zusammenarbeit und das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und die war konstruktiv und nicht nur von Ablehnung oder Anti geprägt. Das war schon im Sinne der Sache und denke ich mal, das ist auch ganz wichtig für so einen Ort wie Romroth, dass man da, wenn man irgendwo eine Richtung hat, dass man dann anpackt und alle gemeinsam dahinter stehen. Ich denke, das war jetzt schon mal ein ganz schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon fast am Ende. Ich würde ganz gerne zum Abschluss von Ihnen beiden noch in kurzen, knappen Worten wissen, wo sehen Sie Romroth in 5 Jahren, wenn wir angenommen dann zu diesem Zeitpunkt wieder an dieser Stelle stehen würden. Was würden Sie sich wünschen? Herr Schmiel zuerst und danach Herr Seiler den Abschluss. Ja, ich sehe Romroth in 5 Jahren auf einem weiterhin guten Weg, weil 5 Jahre kann auch nur ein Zwischenschritt sein. Ich habe es eben eingangs schon gesagt, es dauert alles manchmal seine Zeit, aber besser, es dauert ein bisschen Zeit und es ist dann richtig gemacht, als man macht irgendwie was falsch oder am schlimmsten Fall gar nicht. Romroth soll weiterhin für Familien attraktiv bleiben. Dafür werde ich mich persönlich mit meinem Team aus der CDU-FWG einsetzen, dass die Gegebenheiten, wie sie sind, dass wir einen Kindergarten in moderner Form in 5 Jahren, die Schule weiterhin haben, auch die Schule hat Sanierungsbedarf, das sind alles keine Selbstverständlichkeiten und unsere ärztliche Versorgung weiterhin aufrechterhalten bleibt und möglicherweise vielleicht dann in einem neuen Gebäude ihre Dienstleistungen anbieten kann. Auch vergessen möchte ich nicht unsere Sicherheitseinrichtungen wie die Feuerwehr und das Rote Kreuz. Auch hier haben wir eben diskutiert, gibt es einiges zu tun und es muss angepackt werden. Und ich hoffe, dass wir in 5 Jahren ein deutliches Stück weiter sind. Und ich bin guter Dinge und persönlich habe sehr große Lust, Romroth die nächsten 5 Jahre weiterhin zu gestalten und dies zu erreichen. Sehr schön. Und Herr Seiler, den Abschluss. Ja, die SPD freut sich natürlich auch drauf, die Zukunft Romroths in den nächsten 5 Jahren mitzugestalten. Ob jetzt vorneweg als die Gewinner an der Wahl oder als Sparringspartner dabei. Wir wollen ja alle mitgestalten und da die Worte aufgreifen. Wir arbeiten eigentlich immer im Parlament im Dialog und gehen da aufeinander zu. Wir streiten um die Sache, aber nie persönlich dabei. Romroth kann ich mir vorstellen in den nächsten Jahren doch, dass einige Sachen, die heute Schandflecke sind, die wir heute auch diskutiert haben, entweder wirklich schon beseitigt sind oder dass ganz klar ist, dann und dann ist das Ding beseitigt, dann und dann ist das ganze Ding einen Schritt weiter. Und das sind jetzt über die vergangenen Jahre einige Projekte liegen geblieben und es gibt einige Sachen, wo man auch dann tatsächlich parallel daran arbeiten müsste. Also es ist schon eine ordentliche Aufgabe dabei. Und natürlich dann auch die Dörfer, die dann da sind auch und die noch, dass wir die nicht vergessen an der Stelle. Ja. Ja. Meine Herren, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie hierher gekommen sind und mit mir hier über die Zukunft von Romroth gesprochen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen danke ich da draußen vor den Bildschirmen. Am 14. März wird gewählt. In Romroth hat man die Wahl zwischen 2 Parteien.
Sie haben jetzt die einzelnen Standpunkte gehört. Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit ein bisschen die Wahl erleichtern und Ihnen ein bisschen helfen. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein und bis dahin vielen lieben Dank und wir sehen uns.